Mit meiner Vorlesung möchte ich eigentlich die Studierenden in die Natur bringen. Ich möchte, dass sie die Arten und die Lebensräume kennenlernen. Das ist natürlich schwierig, wenn es 120 Studierende in einem Hörsaal sind. Und da muss ich halt auch ein bisschen die Natur in den Hörsaal hineinbringen. Ich bin Florian Altematt, ich bin Professor für Aquatische Ökologie an der MNF und ich unterrichte verschiedene Kurse zum Thema Biodiversität, unter anderem den Kurs Einführung in die Biodiversität und Lebensräume der Schweiz. Also das Studienprogramm Biodiversität hat über das ganze Programm hinweg einen großen interdisziplinären Ansatz. Uns ist es wichtig, dass die Studierenden sehen, wie Biodiversität andere Fachbereiche beeinflusst, aber auch davon beeinflusst wird, beispielsweise Politikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften etc. Und in meiner Vorlesung möchte ich speziell aufzeigen, wie Biodiversität wichtig ist für politische und gesellschaftliche Entscheidungen. Das heißt, die sind nicht nur Arten und Lebensräume, die die Studierenden kennenlernen, sondern eben auch, wie der Mensch und gesellschaftliche oder politische Entscheide diese Lebensräume beeinflussen. Für mich ist die Biodiversität etwas, was draußen stattfindet. Das heißt, man muss rausgehen, die Organismen beobachten. Und darum habe ich mir überlegt, dass nebst viel Material, das ich in die Vorlesung bringe, auch drei selbstgeführte Exkursionen stattfinden. Auf diesen Exkursionen können die Studierenden mit relativ einfachen Anleitungen drei verschiedene Biodiversitätsbeobachtungen durchführen. Und das ermöglicht den Studierenden, in diesen Austausch zu kommen, einerseits mit mir, aber auch mit der Umwelt, dass sie können diese Arten beobachten. Dann gibt es sozusagen wie das Echte, das meine Vorlesung ergänzt. Da finde ich es mega cool, wie wir wirklich die unterschiedlichen Lebensräume, die es in der Schweiz gibt, durchgehen. Und eben jetzt so da Exkursion machen. Sehr cool. I feel there's so much to learn from nature. And learning all of this information on the different species makes you appreciate everything we have so much more. Also im Biodiversitätsbereich gibt es momentan sehr viele verschiedene berufliche Möglichkeiten. Auch, und das ist ein bisschen ein trauriger Grund, weil die Biodiversität momentan sehr stark unter Druck ist und auch gefährdet ist. Und es gibt sowohl gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Bestrebungen, das eben auch umzukehren. Und dazu braucht es Expertinnen und Experten. Und die möchten wir ausbilden mit diesem Studienprogramm. Und ich glaube, auch das Kennenlernen der Arten und der Lebensräume ist dann eben auch ein wichtiger Schritt und eine Motivation, diese Arten und Lebensräume zu erhalten. Also wenn ich durch die Landschaft laufe und die Pflanzen und Tiere ansprechen kann, dann schafft das eine Vertrautheit, die auch glücklich macht.